Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Gamble. Ich bin euch 50 ein Ticket und heute auf dem Spiel Zero Cities. Ich werde das Spiel mal starten. Und ja, dann sind wir gleich schon da. Ich würde kurz wieder diese Dailies machen. Ich hoffe, ich mache mal nicht wieder das mit den Videoquests. Jo. Video, nein. Oh, Freunde. Geschenke holen. Dankeschön, Dankeschön. Ihr seid zu gut zu mir. Chicken, 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 chicken. Perfekt. Na, hier müssen wir nicht hin. Was haben wir hier noch? Wir öffnen die Truhe. Video ansehen mache ich nicht. Okay, dann holen wir nochmal die drei Sachen ab, fertig. Ah. Mir fehlt das Elixier. Weil ich das Spiel ja schon länger nicht gespielt habe, mal wieder. Habe ich hier wieder was geschenkt bekommen. Perfekt. Und hier auch. Jetzt war wieder fast voll. Kann ich dafür was bauen? Mir fehlt Stahl. Nein, mir fehlt Stahl. Mist. Dann werde ich mal jetzt auf die Karte gehen und suche 5 Leute, denen ich was abnehmen kann. Hier schon mal die erste Person. Schauen wir mal, ob wir noch welche finden, die eventuell ein paar Ressourcen loswerden wollen. Na, ah, hier der. Also ich habe ja einen Stack von 831. Ich muss so probieren, dass sie so 700 stark sind. Dann werde ich es auf jeden Fall besiegen können, wenn sie stärker als 700 sind. Dann könnte es passieren, dass ich hier eine Fähigkeit noch einsetzen müsste. Zum Beispiel einfrieren, einen neuen Kamerad holen, einen Zombie-Kamerad oder heilen. Oh, schön. Da gibt es aber auch keinen Stahl. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Ein Franzose.
ist ein bisschen zu stark. Der auch. Da werde ich nicht weit kommen. 500, den kann ich besiegen. 400. 500. Und 6. Och, der hat Stahl. Ich suche jetzt erstmal die Leute raus, die Stahl haben. Gegen einen müsste ich dann gleich noch kämpfen. Stahl bekommen. Noch ein Kampf. Kein Stahl. Der hat Stahl. 19. Boah. Kein Problem. Ich habe sofort gewonnen. Der hat keinen Gegner. Kein Kämpfer. Zack. Dankeschön. Das ist voll nice von dir. Okay. Dann haben wir die Quest fertig. Vielleicht können wir nochmal einen finden, der ein bisschen Stahl hat. 900, bei dem waren wir schon. Die hatten keinen Stahl. Der Herzstahl ist so stark. Der hat keinen Stahl. Und der hat Stahl, 24. Kann man den nochmal angreifen? Weil es so schön ist. Na, kein Problem. Meine angeschlagenen Soldaten müssten den auch trotzdem noch zerstören können. Okay. Damit haben wir das auch erledigt. Yeah. 1400 ist immer noch zu wenig. Ah nee, ich kann was machen. Säge, Chemie, Speisesaal. Gießerei. Die Gießerei. Okay, das da drunter ist alles. Alles. Zu teuer. So viele Ressourcen habe ich nicht mehr. Oh, doch hier. Werkstatt aus. Waffenwerkstatt. Ich würde hier gerne. Support. Ich habe eine Gießerei. Schmied habe ich auch. Ja, dann habe ich eigentlich alles. Den kann ich leider nicht verbessern. Leider. Und machen wir mit Sägewerk weiter. Oder? Nein, mit Gießerei. Ich habe immer so wenig Stahl. So, 5 Tage.
Gießerei. 5? Sind nur 4 Tage. Habe ich mich bestimmt verschaut. Halt 4 Tage. Nein, nicht dahin. Ich möchte immer wieder da drauf drücken. Dann werden wir nochmal den Bahnhof durchspielen. Ein kostenloser Raubzug. Und wir nehmen 1, 2, 3, 4. Der ist dabei. Uwe. Nee, Carlos ist dabei. Christa ist dabei. Nick. Rico. Okay, hey. Heike ist auch dabei. Barbara. Monika. Günther. Andreas. Stepan. Und Jens. Ihr seid dabei in den Kampf. Das sind ja meine stärksten Kämpfer. Deswegen habe ich die jetzt die ganze Zeit immer die Rüstung an. Normal wäre es besser, wenn sie irgendwo sind. Ah, ist halt was falsch. Egal. Wenn sie irgendwo sind, besser dann die Dingens anzuziehen. Aber passt schon. So, ich wollte erst entfernen. Ich wollte erst die Schwachen kämpfen lassen. Also sprich, den, 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 den und den in Kampf. Er ist auf 50 voll. Das ist nice. Wenn es soweit ist, werde ich die benutzen. Ist am Anfang, wie ich die Rakete nochmal bringt, das sage ich gar nichts, weil die Gegner sind so schwach. Und das wäre nur eine kleine Verschwendung. Kann ja auch immer schon, wie stark die Gegner sind. Ich habe eine Stärke von 573 und 335 ist der stark. Also noch easy going. Was hat der eigentlich? Ist das ein Heiler? Weiß ich gar nicht mehr. Info. Hier fehlt ja was. Ja, das ist ein Heiler. 374. Schon ein bisschen stärker. Eigentlich auch noch kein Grund zur Panik.
Zack, zack, zack. Und weg ist er. Jetzt kommen wir schon langsam den Endziel von dieser Gruppe. Was man ja noch sagen muss, ist, ich regeneriere ja nicht. Sprich, ich kämpfe immer mit den Schaden weiter, den ich zum Schluss hatte. Oh. Schon 100 Punkte ungefähr. Schwächer als meine. Oh, wie viel war der jetzt? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay, ich habe es trotzdem geschafft. Das war nicht mit allen. Nutzen, nutzen und nutzen. Jetzt bin ich bei 664. Mein Gegner ist bei 545. Auch schon wieder knapp 100 weniger. Müsste ich allerdings auch locker schaffen. Einer down. Okay. Na, wie stark war der jetzt? Schon wieder nicht geguckt. Hilfe. Also 662. Oh, weia, das wird schwer. Da benutze ich mal und das benutze ich auch noch, damit ich mehr Schaden mache. Also damit mache ich 25% mehr Schaden und damit kriege ich weniger Schaden. Das werde ich jetzt wieder machen. So, ich hol den jetzt. Ich hätte jetzt die Wahl. Ich habe noch zwei Plätze frei. Ich könnte jetzt noch einen Söldner einstellen. Dafür müsste ich aber mein schönes Gold benutzen. Oder ich schaue mir ein Video an und dann sind wir alle voller Leben. Das ist jetzt auch letzte, also jetzt werde ich locker verlieren. Ich bräuchte einen Söldner, der 400 stark ist. Ranger? Nein. Chemiker? Nein. Den bräuchte er. Infanterist. Der hat eine Stärke von 200. Also ich bräuchte zwei Söldner. Ich schau mal kurz, was das für ein war. Heiler? Ja, er ist ein Heiler. Oh. Na, das wäre aus Versehen rausgegangen. Kein Problem. Dann gehe ich schnell wieder rein. Gut, dann holen wir erstmal die Belohnung ab. Belohnung abholen. Da.
die Söldner. Kann ich mir mal mit denen anschauen? Der ist nur 100. Das ist ein bisschen schwer. Schaden, Angriff. Er stellt auch Gesundheit her. Das wäre schon mal nice. Beide gleich stark. Steckt gelegentlich seine eigene Gesundheit wieder her. Das ist cool. Ich glaube, ich nehme den hier. Ja, komm, mach mal. Wir kaufen noch einen. Verbündeten her. Belebt gelegentlich Verbündete. Was ist denn mit denen hier? Der ist nice. Wenn ich den habe, habe ich so gut wie gewonnen. Aber den hole ich nicht da unten. Ich tue mir lieber so einen Schwachen jetzt raus, benutze meine Fähigkeiten noch, die ich habe. Also, der heilt. Stellt gelegentlich die Gesundheit aller Verbündeten mit der Zeit wieder her. Auch schön. Belebt, das ist auch nice. Oh, komm, nimm mal den hier. Zack. So, meine zwei Söldner sind drin. Und dann geht's los. Als erstes knall ich hier mehr Schaden rein. Zack. Das war schon mal bräunlich. Gewonnen. Also wenn ich schon viel eher gestorben wäre, hätte ich auch keinen Söldner gekauft. Normalerweise hätte ich auch nur das Video angeschaut, damit meine anderen Leute wieder heile sind. Also geheilt sind und hätte mit denen den Rest gemacht. Aber ich habe ja gesagt, ich wollte jetzt keine Videos anschauen. Gut. Und das kriegen wir jetzt alles geschenkt. Schön. Ich habe schon so viel Mats, aber mir fehlt immer. Irgendwas fehlt mir immer hier. Schon ausgeforscht. Fertigen. Ist auch alles voll. Meine ganzen Sachen, die ich habe. Nochmal reingehen. Chips. Lager. Verbessern. Die Chips verbessern. Der ist schon auf Maximum. Ah, maximal. Aufwerten. Maximal. Aufwerten. Gleich bin ich pleite. Chips verbessern.
Benutzte Chips. Da war ein 16er. Maximal aufwerten. Nice, nice, nice. Hier den. Oh, 6 Millionen. Heftig. Heftig. Verbessern Chips. Die sind gar nicht angelegt, die Sachen. So ein Mist. Ganz hat die falschen Sachen verbessert. So, das kann ja auch nur mir passieren. Ganze Geld rausgeschmissen. Verschmelzen. So. Erstmal die Entwürfe benutzt. 2 Millionen habe ich noch. Irgendwie denke ich mir mal jetzt so, ich müsste mal die maximalen Chips hier alle rausholen. Naja, irgendwann mal. So, da kann ich auf jeden Fall die Chips mal benutzen. Hier kann ich mal ein paar Sachen herstellen. Ein Gerät. Was Legendäres. Muss ich erstmal jetzt mal alles nachschauen, wer eigentlich was braucht, ob ich für einen Chemiker was brauche, für einen Infanterist oder für einen, wie ist denn der andere, für einen Schützen, wie ist der? Ach, für einen Ranger. Oh, der Tunnel ist schon abgelaufen. Schade. Ich habe mir die letzten Punkte gar nichts geholt. Ich mache noch einmal hier eine Teilnahme an dem Bunker. Vier. Ach, nur die besten so. Bestätigen. Mit 1 zufälligen Spieler. Warte mal noch mal kurz, ob einer anklopft. Das haben wir gemacht. Die Spieler war besiegt. Zum Bunker gehen wir jetzt. Ach komm, wir können das auch noch mal schnell machen hier. Teilnehmen. Bestätigen. Oh, das ging auch schnell. Die haben nur auf mich gewartet. Aber sie sind alle stärker als ich, daher.
Runden werde ich hier locker verlieren. 332 Leben hatten die. Also jetzt der eine Gegner und ich habe 277. Ist ein kleiner Unterschied. Aber kein Problem. Ich möchte nur die Punkte haben, damit ich später was kaufen kann. Ist im Bunker schon einer? Nein, noch nicht. Ich denke mal, der wird gewinnen. Mit 2,8. Und ich bin der Schlechteste. Die haben jetzt bestimmt alle gegen mich gekämpft. Und da wurde ich angegriffen. Ich habe angegriffen, habe verloren. 3x A. Hier wurde ich angegriffen. Und er hat gewonnen. Mähland. Komm, den greifen wir jetzt an. Mähland. Da ist er. Bislang ist er ganz oben. Mit den hier. Gegen wen hat der gekämpft? Kämpfen gegen den. Natürlich auch wieder keine Chance, aber egal. Die Sachen kannst du kaufen für Geld. Du hast Glück und gehst auf legendäre Herstellung hier vorne und du kriegst sowas Passendes. Was ich ja gerne noch haben möchte, ist ein Spieler, den ich auf 5 Sterne machen kann. Das kostet 2000. Ich könnte einen sogar auf 5000 machen. Das ist doch eine Überlegung wert. Rico? Nick, Christo, Nicole, Uwe. Ich glaube, ich mache den Uwe auf 5 Sterne. Zack, 5 Sterne, 2000 abgezogen. Und den muss ich dann irgendwann mal. Machen wir jetzt so ein Fitnessstudio schicken. Verbliebene Zeit 1-1. Ja, das werde ich glaube ich nicht schaffen. Noch ist er schwach hier, der Uwe, der hier, aber er wird stärker. Sagt ja, der wird Erster. Und es sieht doch ganz danach aus.
Der zweitstärkste könnte ihn doch überholen. Also ich glaube jetzt auch nicht mehr. Aber wenn man das alles gut berechnet, kann man den noch überholen. Sprich, der zweitstärkste muss immer hinter den drittstärksten sein. Und beim letzten Spieltag, also beim fünften Runde, müsste er gegen der zweitstärkste gegen den drittstärksten überholen. Dann kriegt er nochmal extra Punkte. Weil der kann ja dann 120 Punkte haben, nicht nur 80 Punkte. Und dann kann man den noch überholen. Habe ich auch schon mal gemacht. Hat auch gut geklappt. Einmal hat es nicht geklappt, weil irgendwie der drittstärkste hier unten irgendwo war. Und ich war dann immer noch der zweitstärkste. Also in der Tabelle auf Platz 2. Ich konnte den zweiten nicht mehr angreifen. Ich möchte mal gegen den kämpfen. Schon tot? Eieiei. Das ging ja schnell. So, und schauen wir nochmal im Bunker nach. Der Bunker, jawohl. Es geht los, bitte nicht mich. Nein, nicht ich. Gut, geh zur Karte. Hier hin. Und nehme meine schlechtesten Kämpfer. Bin fertig. Jetzt muss ich nur warten, bis er in den Kampf drückt. Genau. Oh. Wow. Nice. Gleich am Anfang ein Boss. Habe ich noch nie gehabt. In den Kampf. Schauen wir uns das auch nochmal an. Los, beleb. Cool. Das war doch richtig nice. Wir schenken immer. Ah nee. Ich habe keine Dings mehr. Das ist zu wenig Gold. Gut, Massaker ist beendet. Und jetzt habe ich doch auf Video gedrückt. Ist es doch noch passiert? 1, 2. 3, 4. Gut, gut, gut.
vorhin noch zwei Kämpfe in der Arena, dann habe ich die nächste Quest fertig. Und da warte ich jetzt drauf. Schon mal 60 Punkte abgeholt. Ah, okay. Ich kann noch nicht arbeiten, aber ich ändere den Namen jetzt. Ich schreibe da mal die Zahl hin, damit ich weiß, wie viele Sterne die haben. Fast 2 Millionen Stärke. Hat mich nackig gemacht. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass ich 6 Spieler später habe, die alle 5 Sterne haben. Das ist am Ende halt wichtig. Dann muss der hier noch ganz ausgebaut sein. Es geht zurzeit nur bis 70. Also ich kann nochmal 3 Levels aufleveln, dann ist auf Level 10. Wir machen hier einfach mal Armbanduhr auf legendär, zack. Und das war es dann auch schon wieder, ne? Ja. Eine legendäre Sache kann ich am Tag machen. Noch nicht. Gehen wir schnell nochmal nach Hause und holen die Sachen ab. Die sind in der Ausbildung, okay. Die sind in der Ausbildung, auch gut. Auch gut. Auch gut. Und das ist ja nicht ausbilden. Oh. Nächster Kampf. 1,1 Millionen. Keksatron. Komischer Name. Okay. Und warte, bis Phase zu Ende ist. Achso, meine Quest ist jetzt fertig. Normal könnte ich die anderen jetzt ärgern und nichts mehr machen, aber dann würde ich auch weniger Punkte kriegen. Und das wollen wir ja nicht. 8, 8, 8, 8. Die sind alle 8. Alle 8. Ja. Schon 3 Kämpfe sind 10 Punkte.
Schauen wir mal, ob wir vielleicht nochmal hier eine Ausbildung einstecken können. Der hat nur einen Stern, geht nur bis 20. Zwei Sterne bis 40. Drei Sterne bis 60. Vier Sterne geht bis 80. Also ich muss Trainingsraum erweitern. Dann werden zumindest meine Leute ein bisschen stärker. Dann hätte ich vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Chancen zu gewinnen. Das werde ich nächstes Mal machen. Da muss ich erstmal gucken gleich. Kann ich das eigentlich machen oder ist irgendwas zu klein? Schauen wir mal. Wir haben einen Kampf gleich noch. Wenn wir den verbessern wollen, bräuchte ich 1,5. Das geht doch ganz klar eigentlich. Das haben wir dann auch auf jeden Fall. Jetzt die 3,3 Millionen. Ja. 1,5, da habe ich 2. Und das auch 10. Gut, dann werde ich beim nächsten Mal mein Trainingslager erweitern. Und der letzte Kampf. Ich besiege. Ich fordere mal wieder den Stärksten aus. Ach, gegen den habe ich doch gerade schon mal gekämpft. Kanada BC. Gut. Und dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich hole mir jetzt schnell noch mein Ticket ab. Beende das Spiel. Kann natürlich gleich nochmal die Truhe abholen, muss gleich nochmal eingeloggt werden. Aber erstmal Ticket abholen. Ein Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal nächstes Mal wieder seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.